Die Creator Space Tour ist jetzt in Ludwigshafen angekommen. Nach Mumbai, Shanghai, New York, Sao Paulo und Barcelona der Abschluss der weltweiten Tour im Jubiläumsjahr der BASF. Im Zentrum des 10-tägigen Events die Energieversorgung der Zukunft. Die Eröffnung. Vorstandsmitglied Magret Zukale begrüßte Gäste aus Politik, Wissenschaft und Gesellschaft, Studierende und Journalisten. Und sie formulierte noch einmal das Motto des Jubiläumsjahres: Co-Creation and Celebration, gemeinsam gestalten und feiern. Wir wollen uns hier 10 Tage lang mit dem Thema intelligente Energie beschäftigen. Besser gesagt, wie gehen wir intelligent mit der Energie um? Und die Idee dabei ist, sich zu vernetzen mit Partnern, mit der Wissenschaft, aber natürlich auch mit NGOs, mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten für diese ganz, ganz große Herausforderung der Zukunft. Kreative Ideen entwickeln also, unterschiedlichste Fachrichtungen und Experten zu einem Thema zusammenbringen. Weltweit trat der Creator Space im einheitlichen Design auf. Es ging um die gesellschaftlich relevanten, drängenden Themen: Ernährung, das Leben in Städten. Und in Ludwigshafen also Energie. Dr. Sascha Peters ist einer der sogenannten Creator der Tour, ein Inspirator, Übersetzer zwischen Fachleuten und Laien. Ja, das Thema Energie ist so ein Riesenthema geworden, weil wir in Zukunft auf die Ressourcen nicht mehr setzen können, die wir bisher genutzt haben, sei es Erdgas, Erdöl, Kohle, Atomenergie, da steigen wir aus. Und da spielen eben neue Technologien eine Rolle, die sehr viel kleiner sind als das, was wir bisher kennen von den Großkraftwerken. Windkraftenergie, Wasserkraftenergie wird kleiner. Eine Ausstellung, die er mitkonzipiert hat, zeigt kreative Ideen zur Energieumwandlung. Vieles ist noch in der Grundlagenforschung. Beispielsweise Solarzellen aus getrocknetem Traubensaft und Zahnpasta, beziehungsweise aus deren Inhaltsstoffen. So kann jede Betonwand zum Energielieferanten werden. Ein Fransenteppich aus piezoelektrischen Elementen, die Bewegung in elektrische Energie umsetzen. Stete Bewegung sorgt für Strom. So könnten die ständigen Luftbewegungen in U-Bahn-Schächten genutzt werden. Das kleinste Wasserkraftwerk der Welt. Ein kleines Schaufelrad wird von fließendem Wasser angetrieben. Es lädt einen Akku und der speist einen USB-Anschluss. So einfach wie genial. Wie solche Ideen Eingang ins städtische Leben finden könnten, wollen beispielsweise Studierende in einem 24-stündigen Designathon ergründen. In kreativen Workshops werden sie hier ihren Gedanken freien Lauf lassen, rund um die Uhr, ganz intensiv. In den 10 Tagen findet unglaublich viel rund um das Thema intelligente Energie statt. Wir beginnen mit dem Designathon. Wir werden einen Summit haben mit mehr als 70 Fachleuten unterschiedlichster Richtungen, die sich mit dem Thema Energie beschäftigen, von der technischen Seite her, aber auch von der sozialen Seite her. Welche Auswirkungen hat Energiewende für unsere Gesellschaft? Welche Voraussetzungen muss man schaffen, um das erfolgreich zu machen? Es gibt einen Tag der offenen Tür für unsere Nachbarn. Es gibt Veranstaltungen für die Mitarbeiter. Es gibt Veranstaltungen nochmal für unsere Forschung, um sich nochmal mit dem Thema intelligente Energie zu beschäftigen. Also es ist ein sehr, sehr breiter Strauß, um das wirklich unter allen Aspekten beleuchten zu können. Über die Veranstaltungen der Creator Space Tour wird ab Mittwoch ausführlich in BASF Insight und auf creatorspace.basf.com berichtet. Die Creator Space Station in Ludwigshafen endet am 30. November. BASF. We create chemistry.